Bhagavad Gita, 1. Kapitel, Vers 24. Sanjaya sagte: O Nachkomme Bharatas, Dhritarashtra, als Rishikesha Krishna so von Gudakesha Arjuna angewiesen wurde, lenkte er den vortrefflichen Streitwagen zwischen die Armeen beider Parteien. Erklärung: In diesem Vers wird Arjuna als Gudakesha bezeichnet. Gudaka bedeutet Schlaf. Und wer den Schlaf bezwingt, wird Gudakesha genannt. Schlaf bedeutet auch Unwissenheit. Arjuna bezwang sowohl den Schlaf als auch die Unwissenheit, weil er ein Freund Krishnas war. Als großer Geweihter Krishnas konnte er Krishna nicht einmal für einen Augenblick vergessen. Denn das ist das Wesen eines Gottgeweihten. Ein Gottgeweihter kann weder im Wach- noch im Schlafzustand aufhören, an Krishnas Namen, seine Gestalt, seine Eigenschaften und seine Spiele zu denken. Somit kann ein Gottgeweihter Schlaf und Unwissenheit überwinden, indem er fortwährend an Krishna denkt. Das wird Krishna-Bewusstsein oder Samadhi genannt. Als Rishikesha, der Lenker der Sinne und des Geistes aller Lebewesen, konnte Krishna Arjunas Absicht verstehen, als dieser ihm befahl, den Streitwagen zwischen beide Armeen zu lenken. Er folgte also dieser Anweisung und wandte sich an Arjuna, indem er sagte: